wir gehen jetzt ein bisschen wandern. Machen wir uns jetzt einfach mal auf den Weg. So, Marie. Du. Alle sind gut eingepackt. Es fehlt nur noch Lillian. Tada, los geht's. Die Kneifelspitze, auf die wir jetzt drauf gehen, gehört zum Untersbergmassiv, ist 1188 Meter hoch. Wir brauchen voraussichtlich circa 3 Stunden. Und jetzt haben wir... Nella! Lillian war, wo sie das letzte Mal mit Marie schwanger war, auch schon mal auf der Kneifelspitze. Also ist sozusagen Tradition bei uns in der Familie. Wir sind beide völlig baff, wie schön das hier ist. Ganz neu gemacht worden. Das war wegen dem Hochwasser. Ah, okay. Das heißt, man kann hier noch gar nicht so lange wieder rum. Genau. Oh, hier braucht man kein Fitnessstudio. Nope. Wir sind beide die ganze Zeit nur so, wow. Und oh, guck mal hier. Und oh, wie schön da. Marie ist eingeschlafen. Jetzt machen wir da so eine Klappe hin. Dass der Kopf schön stabilisiert ist. Baby strampelt mit. Und wie geht's soweit? Ja, passt schon. Passt schon? Ist anstrengend? Ja, geht auch gut bergauf. Das stimmt. Also ich habe ja gerade gesagt, es sieht schon richtig schön aus hier. Und Lillian meint, die schöneren Wege kommen noch. Jetzt haben wir das Problem, man kann so rum und so rum gehen. Lillian meint, sie ist immer an der Stelle in die gleiche Richtung gegangen, wahrscheinlich weil der Weg schöner aussieht. Jetzt gehen wir einfach mal in die andere Richtung. Ja. Der kleine Mast hier, da gehen wir hoch. Eine richtige Schneewanderung. Yay! Wir haben es geschafft. Erstmal Pfeffer. Angekommen, dann hat es noch für ein paar Bilder gereicht und dann waren leider die Akkus leer von der Kamera. Wo wir zu Hause angekommen sind, haben wir dann erstmal richtig gut gegessen. Insgesamt haben wir hoch 2 Stunden und runter ungefähr 1,5 Stunden gebraucht. Und hoch war anstrengend, aber runter war auf jeden Fall noch anstrengender. Für dich? Für mich. Für dich nicht? Nicht so. Nicht so. Okay, für mich war es anstrengender runter. Wir haben irgendwann die Waden ziemlich weh getan. Und wir waren viel schneller als gedacht.
Ja, das stimmt. Also letztes Mal hatte Lillian, glaube ich, wo wir auf die Kneipenspitze gegangen sind, gesagt, wir brauchen eine Stunde. Und dann haben wir im Endeffekt auch 2 Stunden oder so gebraucht, aber das hatte ich schon vergessen. Und deswegen haben wir diesmal ein bisschen mehr Zeit gerechnet, weil ich auch gefilmt habe immer wieder und Lillian ja schwanger ist im 7. Monat. Und dann waren wir am Ende doch viel schneller wie gedacht. Auf jeden Fall war es ein wunderschöner Tag und jetzt gehe ich noch ein bisschen skaten. Ich war schon ewig nicht mehr skaten und jetzt vor 2 Tagen endlich mal wieder. Ich konnte es noch nie gut, aber dieses Mal hat zum ersten Mal, also der Ollie, so ein ganz normaler Sprung und so ein Papschowit, ja, hat einfach funktioniert und es hat so Spaß gemacht, dass ich jetzt einfach nochmal, kurz bevor ich mich ans Videoschneiden dran setze, nochmal ein bisschen rumspringen und ein bisschen Spaß habe. Next Challenge! So ein schöner Mond. Hab aber leider keine anderen Objektive dabei.